Hallo Leute, hier ist wieder Dan218 mit Dänemar und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich werde mal wieder meine Tells beantworten auf Telonym und ja, ich würde mal sagen, legen wir los. Warte, bevor ich noch loslege, muss ich erstmal sagen, ich werde mich in diesem Video nicht zeigen. Also ich werde jetzt nicht Kamera umstellen, lasse ich jetzt mal sein. Ich habe einfach keinen Bock drauf. So, auf jeden Fall, erste Frage. Warte. Genau. Wie meinst du, wird deine Zukunft sein? Naja, also so wie es jetzt gerade aussieht, eher schlecht. Ich meine, ich habe kein Geld, YouTube läuft scheiße. Freundesleben auch komplett scheiße, ich habe kaum Freunde und so. Und Liebesleben natürlich, ach Leute, wer hätte es geahnt, natürlich komplett scheiße. Ich weiß auch nicht, ob die Sache mit dem Liebesleben überhaupt jemals... Also ich denke nicht, dass ich in meinem Leben eine Freundin finden werde. Also, nee, das können wir auch abhaken. Andere Dinge können sich ändern. Ich meine, ja, ich könnte ja plötzlich eines Tages zum Beispiel auf YouTube erfolgreich werden. Dadurch, wenn ich Erfolg habe, lerne ich dann auch andere YouTuber kennen. Und habe dann auch somit einen Freundeskreis. Und wenn ich dann YouTuber bin, dann habe ich auch Geld. Und dann ist alles okay. So. Nächste Frage. Passend. Wie würdest du dir ein perfektes Leben vorstellen? Also wie ich mir ein perfektes Leben vorstellen würde, also in meinem Sinn, wäre das mit zwei YouTube-Play-Buttons an der Wand. Und zwar für Dänemar und Dan218. Also mein Musikkanal, also für den Kanal und für den Musikkanal zwei YouTube-Play-Buttons. Play-Buttons bekommt man, wenn man 100.000 Abonnenten hat. Für mich natürlich nur ein weit entfernter Traum. Ich habe ja nicht mal die 1000. Und das nach 6 Jahren. So, daneben nehmen zwei YouTube-Play-Buttons. Dann auch mit einer Frau und Kinder an meiner Seite. Während wir abends so auf einem schönen Haus auf die Skyline von Los Angeles blicken. Aber... wie schon gesagt, ist es halt nur sozusagen ein Traum. Das heißt nicht, dass ich den mir erfüllen werde. Ich bezweifle es eher. Nächste Frage. Inwiefern kann Geld Liebe aufrechterhalten? Keine Ahnung, Alter. Warum fühlt sich manchmal alles an wie ein Traum? Also wie ein Traum. Ich bin der Meinung, weil die Welt unrealistisch geworden ist. Ich meine, ich selbst fühle mich mittlerweile wirklich auch nur noch wie in so einem Science-Fiction-Film. Hashtag Corona. Nächste Frage. Wie viele Kinder willst du mal haben? Das kann ich so nicht sagen, weil ich... Ist es doch scheißegal, da ich eh niemals Kinder haben werde, weil... Ich bin ein Junge. Damit ich Kinder haben kann, muss ich erstmal Sex mit einer Frau haben. Und da muss sie halt auch davon überhaupt erstmal schwanger werden. Und das geht nicht. Ich meine, klar, ich könnte es. Also erstmal, man muss ja dafür in einer Beziehung sein. Auf diese Art und Weise. Und ganz im Ernst, das werde ich wahrscheinlich niemals sein. Es ist für mich kein Problem, es ist halt so, weil ich, ganz im Ernst, die Frauen da draußen sind auch eh alle nur gleich. Also jede, die ich bisher kannte, war eigentlich gleich. Die waren halt immer so. Irgendwann hatten sie einfach keinen Bock mehr auf mich. Aber so ist es halt. So. Natürlich gibt es auch noch der andere Weg. Einfach irgendeine bezahlen. Sozusagen eine Nutte oder so. Aber die sagt dann, nimm Kondom. Also ist da nichts mit Kind. Und selbst wenn, dann würde ich das abtreiben. Das ist für mich kein Problem. Dann ist es halt so. Ich habe andere Dinge, auf die ich mich konzentriere. Weil ganz im Ernst, ich denke nicht, dass in der heutigen Welt für mich da eine Frau gibt. Und das ist nicht schlimm.
So, nächste Frage. Welche Netflix-Serien hast du schon alles geguckt? Noch gar keine. Ich habe bisher noch gar keine Netflix-Serien angeschaut. Ist dir Kleidung wichtig und wenn ja, warum? Also ja, also vor allem mittlerweile ist Kleidung für mich sehr wichtig, weil ich bin der Meinung, Kleider machen Leute. Wenn du jetzt eben rumläufst wie ein Obdachloser, dann wirst du auch so angesehen. Läufst jetzt aber rum wie so mit anderen Klamotten, bestimmten Klamotten so. Das siehst du damit auch besser aus. Aber es kommt immer darauf an, was du tragen tust. Denn wenn du Pech hast und das Falsche tragen tust, kann es auch aussehen, dass du einfach alt aussiehst. Oder so wie so ein alter Mann aussiehst. Oder wie sonst. Also jedenfalls Kleider machen Leute. Das steht auf jeden Fall fest. Das war übrigens auch die letzte Frage. Und auf jeden Fall, das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben solltet, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Dänemark.